damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Mein Name ist Blackridge und wir sind immer noch hier oben im fliegenden Garten, mehr oder weniger. Wir sprechen jetzt hier mal erstmal noch mit den ganzen Leuten. Wie sieht es draußen aus? Weiß ich nicht, ich war nicht draußen. Hey, Squall, lass uns gehen. Ach so. Oh gut, das ist natürlich gut. Wir gehen mal voraus. Ja, dann geh doch. Ja, dann mach mal hier Aufzug hier und so. Ich mach mir auch Sorgen um die anderen Schüler. Können wir mal nachgucken? Natürlich. Toller Fahrstuhl. Egal, wir fahren jetzt hier runter. Und da ist auch schon Renoir wieder. Und fahren dann einfach mal mit dem anderen Aufzug. Ich hatte mich versteckt, ey man, nichts versieht, passiert sowas. Aber dich berührt das wohl überhaupt nicht, oder? Genau. Wow, alter Angeber. Oh, was geht hier so ab? Einfach mal ein paar Schüler befragen. Wir waren eine Zielscheibe, während wir uns bekämpft haben. Wir müssen ja völlig blöd sein. Tja, das ist zertäuscht. Können wir hier hinten durchgehen? Oh, können wir. Hier können wir ja Notausgang öffnen, verboten. Ah, da sind wir wieder als Pixel. Ja, wir fliegen halt wohl, wie es aussieht. Wollte ich jetzt schon wieder raus? Na egal. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob man da die eine Leiter benutzen kann. Kann man nicht? Gut, dann gehen wir wieder rein. Ist ja eh nicht viel los hier. Squall! Der Direktor ruft nach dir. Komm schleunigst zurück. Ach, Mensch. Die alle gelitten. Squall, die Steuerung reagiert nicht. Ich meine, wo ist die Steuerung? Wir werden gleich die Stadt Ballam rammen. Oh nein, können wir denn nichts tun? Oh, die Stadt ist schon in Sicht. Squall, können Sie etwas machen? Das möchte ich selber wissen. Squall, bitte. Die Stadt kommt immer näher. Warum immer ich? Was soll ich denn tun? Scheiße. Was? Ah! Gut gemacht, der Garten dreht ab. Wow, gerade noch rechtzeitig. Oh, das Meer, das Meer. Halten sie sich alle irgendwo fest? Puh, das wäre erstmal überstanden. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Wohin treibt der Garn? Solange wir nicht wissen, wie man das Ding steuert, überlassen wir lieber dem Wind alles. Nun, das Einzige, wovon wir genug Zeit haben, ist Zeit. Wir überlegen uns erst einmal, was zu tun ist. Ha, mein Zimmer ist verschwunden. Wie viele Stunden sind vergangen, seit der Garn abgehoben hat? Die Monster, die von den Pro-Masters aus der Übungshalle geholt wurden, sind beseitigt, die in der MD-Ebene ebenso. Es gibt nichts mehr zu tun. Ach ja, ich muss Direktor Sid Bericht erstatten. Ich habe ja auch einige Fragen an ihn. Der Direktor muss im Stress sein, ob er wohl die Kontrolle über diesen Garn wiedererlangt hat.
Ach, Speicherpunkt. Das Meer, das Meer, das Meer. Langeweile, Lustlosigkeit, kein Bock. Zu viel Zeit, ich hasse es. Ich denke schon wieder viel zu viel nach. Selfie, wie ist es ihr wohl geht? War es okay, dass ich sie gehen ließ? Küsse, Sel, lebt ihr noch? Hexe, was sollte das werden? Wieso Raketen auf Garn abfeuern? Cypher, kehrst du nicht mehr um? Ich werde mich rächen. Morgen! Wie süß! Gehen wir? Wohin? Wir machen einen Rundgang. Ist das ein Befehl? Kein Befehl. Ich will nur sehen, wie ihr hier den Alltag verbringt. Na gut. Yippie! Juhu! Ein Date! Hallo, ich will da speichern, danke. So. So, okay, ja, dann können wir ja unseren Rundgang mit Renoir machen. Sag mal, welcher ist größer, der Gabardiagan oder dieser? Keine Ahnung. Hier ist irgendwas. Sag mal, wo gehst du da lang? Zum Parkplatz. Und da drüben in die Mensa. Squall, finde ich toll, dass du mich herumführst, aber kannst du nicht ein bisschen freundlicher, wenigstens normal reden? Sonst noch Wünsche. Nein, kann ich nicht. Ich bin halt einfach unfreundlich. Hier geht's irgendwo anders hin und hier geht's auch noch irgendwo anders hin. Ich sagte da jetzt nicht überall, wo wir hin müssen hier. Ah, hallo. Wo ist Dr. Sid? Er arbeitet viel zu viel. Falls ihr ihn seht, sagt ihm, er soll mal an die Krankenstation kommen. Nö. Kein Bock. Schüler Nummer 41269 Squall? Jupp. Der ehrwürdige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Masterraum, wo ist das? Fahr mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Okay. Aber bevor wir das machen, können wir ja mal gucken. Irvine hat noch ein Pisseus. Wir können da, glaube ich, auch noch jemanden mit in die Truppe reinnehmen, oder? Jawohl. Nein, das geht nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Koppeln, Irvine, Kineas. So. Naja, ich weiß. So, Renoir hat ja jetzt, glaube ich, alles nur Siren, die Ablos kaputt. Okay, dann kriegst du noch einen Ifrit dazu. Behandeln? Was ist denn behandeln? Unnatürliche Zustände werden kuriert, okay. Was Brot ist, das braucht eh keine Sau. Und du kriegst noch einen Kopfkotzel. Todesurteil. Oh, Magie. Das können wir gar nicht nehmen, oder? Ein Viertel des Schadens erhöht HP um 20. Nee, wir nehmen HP lieber. Das ist mir ein bisschen wichtiger. So, du bist eigentlich auch voll. Gut, dann fahren wir mal mit dem Aufzug noch runter. Und schauen mal, was da so passiert. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Das ist doch... Ah, hallo Irvine. Schön, dass du uns auch bekommst. Ist denn irgendwas passiert? Können wir ja doch nochmal koppeln, was? Was? Ich? Nein, ich bin dir nicht gefolgt. Lassen Sie mich los. Ich muss noch mit ihm reden. Sie verdammter geldgieriger Bastard. Wie konnte ich Ihnen nur vertrauen? Die Ziels haben wir für die Zukunft geschaffen und jetzt ist die Zukunft, das wissen Sie doch ganz genau. Verflucht! Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, würde ich mich selbst warnen. Doch ich Nork nicht vertrauen darf, dass Nork nur an Geld denkt. Gut, dann koppeln wir halt nochmal, weil das ja so schön ist. Die Arbolos.
Und Shiva gebe ich ihn. Shiva, die Arbolos. Ist jetzt vielleicht nicht doll, aber egal. Die F, Draw, Zauber. Oh ja. Du bist auch voll, ne? Ja, gut. Hallo. Squall? Sie haben zugehört? Ja, ein bisschen. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Wieso? Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Und eine Frau im weißen Kittel, Dr. Kolawaki, wollte Sie sprechen. Sie schien etwas wütend zu sein. Wütend? Kann ich verstehen. Ihr seid die Seeds, die aus Galbadia zurückgekehrt sind? Yep. Endlich seid ihr hier. Master Nock wartet auf euch. Folgt mir. Müssen wir das machen? Wenn Master Nock euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. 3 Sekunden zu lang. Schleimo! Das ist der Master, der Geschäftsführer des Gardens? Er ist kein Mensch, wir wussten es gar nicht. Punkt, 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 Punkt. Besteht beängstigend. Also, berichte mir über Hexe. Jetzt kommt erstmal Trash-Talk. Was sage ich zuerst? Kurz und bündig, zuerst das Ergebnis, dann den Verlauf. Wir konnten die Hexe nicht ermorden. Was für ein glorreiches Ergebnis. Wir bekamen Orden vom Direktor Cid, als wir im Galbadia Garden waren. Zusammen mit Irwin Kineas von Galbadia Garden machten wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Oh, gemeinsam mit Galbadia? Ihr wurdet reingelegt. Reingelegt? Ich verstehe sie nicht. Ah, erklärt ihnen das. Brauchst dich weggehen, Mulli. Unser ehrwürdiger Master Nork wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexe und Galbadia zusammenarbeiten würden. Alles okay mit dir? Ja. Master Nork wurde von Master des Galbadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galbadia Gardens? Ich kann das nicht nachmachen. Der Master von Galbadia Garden ist mein Untertade, du Donner. Den kenne ich ja auch, ja. Die Hexe und der Garn sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, die Garnen auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Master Nork hat eine Nachricht an den Galbadia Garn verschickt. Ein Auftrag, die Hexe zu beseitigen, ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber... Grrr, der hinterhältige Dodonna hat euch uns ausgenutzt. Er kann sagen, dass das mein Auftritt war. Dieser hinterhältige Ratte. Sie meinen, dass der Balamgar nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Vor dem geplanten Attentat kamt ihr zufällig vorbei, daher wurde ihr damit beauftragt. Allerdings war es ein Fehlschlag, die Hexe lebt und, wie wir es vorausgesehen haben, hat sie sich an uns gerecht. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wuthexe zu besänftigen. Dazu müssen wir die Attentäter hinrichten und der Hexe vorführen, als Beweis unserer Ehrlichkeit. Kleinen Moment, das heißt also... Grrr. Wir werden Köpfe der Seeds vorzeigen. Die Hexe soll denken, dass wir unterwerfen. Was? Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Das macht keinen Sinn. Ihr gegen die Hexe verloren, ihr halten Mund. Yoda Woods. Der Direktor Cid sagte auch dasselbe. Hey. Grrr. Cid?
Der Idiot hat Seed auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie versagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten zu Ende. Seed, der Idiot, wurde nicht vergeben. Werde nicht vergeben. Er vergessen, dass ich finanziert habe? Zusammen mit Seed köpfe auch seinen Kopf für Höchse. Ich befahl Seed zu fangen, die Schüler waren pro Seed. Grrr, grrr, das ist mein Garn trotzdem. Nein, der Garn gehört nicht nur dir. Grrr, was dann? Direktor Seed und Hexe Idea gehört der Garn diesem Ehepaar? What the hell? Was? Der Direktor und Idea sind verheiratet? Not really, oder? Was soll das bedeuten? Grrr, jetzt weiß ich. Seed und Idea wollen mich verbannen. Ihr seid auch pro Seed. Ich werde euch nicht vergeben. Squall. Oh yeah. Keep it change. Sorry, wenn ich da sein Grummeln da nicht so ganz nachmachen kann, aber... Rot, Gelb, Blau. Wenn rot, dann viel Zauber. Solange Farbe nicht verändert. Mach Seed mit Zauber fertig. Grrr. Sirenengesang. Das Vieh ist ganz schön fett, hm? Ja, ich bin gespannt, was der so alles drauf hat, aber angeblich soll der ja nicht so dolle sein, aber da schauen wir mal. Ich glaube, bei dem können wir sogar ein GF ziehen. Wow, das ist eine tolle Sache. Diamantenstaub, Shiva. Zauber. Habe ich hier irgendwo ein Doppel? Das kann ich ja eigentlich gleich mal aufs Feuer raufhauen. Habe ich gesagt, Gewittersturm? Wow. Irgendwie macht das nicht viel Schaden. Doppel aufs Quad. Dann schauen wir mal, was wir so drawen können. Eine Vitra. Brauchen wir ja noch gar nicht. Achso, wir können ja mal eine Analyse laufen lassen. Celtisari, eine Schutzzelle, die den Master Nork beschützt. Master Nork ist unverwundbar, solange man sie nicht zerstört. Stark, unwirksam, Wasser. Was war das? Gehen wir nochmal zurück. Das ist ja nicht viel hier. Stark gegen Blitz. Oh ja. Versuch's einfach mal mit einer Blitzra aufs Auge, weil das ist ja rot. Null. Das verstehe ich jetzt nicht. Tut das weh? Joa, ein bisschen. Ah, so funktioniert das. Jetzt verstehe ich allmählich, wie das funktioniert. Jetzt müssen wir mal eine Blitzrad draufhauen. Wir können auch mal einen Diablos draufknallen. 68 ist jetzt nicht doll.
glaube, die meinten das ein bisschen anders mit dem Starkleben. Vielleicht müssen wir Wasser mal probieren. Aber wir haben ja kein Wasser. Doch, ist die Regen, aber das macht ja auch nicht viel Schaden. Dann glaube ich 700 oder genau, aber besser zu. Also im Kanrenu war sonst nichts, also von daher. Oh, warte mal, ich nehme mal eine Vitra für die Beine. Wir können mal mit Feuerer probieren. Aber wir haben halt nichts Wasser, wie ich sehe. Nein, ich will das doch nicht heilen. Nein, es ist alles umsonst. What the hell? Anti-Zed. Bote des Shuttles. Wir. Also ich probiere jetzt mal was. Null. Ah, Autotex. Gute Idee. Bringt ja nicht viel. Warte mal, ich kann ja mal ein Bio probieren. Das macht ja mal sonst so viel Schaden. Weil es ja tickt. Blau ist jetzt. Trotzdem 0, obwohl die Farbe sich geändert hat, ist natürlich ein bisschen komisch. Rot, gelb, blau. Tja, da können wir eigentlich nur drauf kloppen. Wir können das Ganze ja mal ein bisschen beschleunigen, würde ich sagen. Ups, oder? Bisschen laut. Ja. Jetzt haben wir nochmal Ifra drauf. Und Drawn mal langsam. Leviathan, sonst wird das nix. Hätte ich mal deine Zeit aus live. Habe ich gerade mal so geguckt. Da müssten wir natürlich mal schnell reagieren. Leviathan-Entdeckung und nochmal Boot des Schattens, das nicht viel bringt, aber der Kampf ist gleich vorbei. Diabolos. Ja, am Anfang muss ich echt ein bisschen durchsteigen, um den Kampf zu verstehen. Eigentlich ist es wirklich bloß dieser Kopf, der am Anfang war. Und einfach da, wo es ein bisschen Schaden drauf machen, draufzaubern, bis das Ding in den Arsch geht. Und dann wird er freigesetzt und dann macht man sehr viel Schaden auf Norg selbst, wie man sieht. Und wir vernichten ihn einfach mit einem Schwerthieb, würde ich sagen. Falls es das noch nicht war. Ich kann nicht mehr. Mehr Angst vor euch als Hexe. Womit habe ich das verdient? Ah, jetzt mal Idee. Und wir haben Leviathan natürlich. Dann wollen wir mal durchchecken. Mein absoluter nice Must-Have. Das war ja witzig.
Denkt nicht drüber nach. Das ist aber... Was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Daher werde ich reingelegt. Daher werde ich ausgenutzt. Ich fühle mit dir. Squall. Wir gehen jetzt zum Direktor. Aber erstmal binde ich, beziehungsweise checke ich erstmal meine GFs. Wer da was lernen kann. Ich habe das jetzt nämlich nicht so ganz durchgelesen. Ich glaube, Shiva war auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Erhöht Körper, erhöht Geist. Stärkekopplung nehmen wir mal. Ifrit. Der ist noch dabei. Sirene. Die ist auch noch dabei. Brothers. Der ist noch dabei. Diabolos. Ah, genau. Gegner 0. Keine Zufallskämpfe mehr. Das ist ja schön. Zeitwandler. Zustandswandler. Nehmen wir mal Hab. Schatten ist auch nicht schlecht. Kabunkul. Ich glaube, der ist immer noch bei Kontern dabei. Leviathan. Anfeuern natürlich erstmal. Und dann koppeln wir Leviathan an. Squall natürlich. So, dann heilen wir nochmal schnell durch. Sind alle durch? Ja. Gut, dann gehen wir mal schnell noch zum Direktor hoch. Wo wir auch immer hier rauskommen, ist natürlich fraglich. Da lang. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem Let's Play. War ja jetzt nicht sehr lang, leider. Aber ich musste halt irgendwie mal den Kampf ein bisschen verkürzen, weil sonst wären wir jetzt einfach noch nicht fertig gewesen. Und so habe ich das halt ein bisschen verkürzt. Ja, ich will doch hoch. Seid ihr doof? Dritter Stock. Wir wollen zum Direkt. Und dann fahren wir nochmal hoch. Da ist keiner mehr. Super. Warum ist hier keiner? Wo ist denn der Typ? Hallo, Silly. Wo ist direkt das Set? Nein. Erster Stock. Was ist denn im zweiten? Wir sind ja hier vorhin rausgekommen, dann muss der hier auch irgendwo sein. Denke ich mal. Nein? Hm. Na egal, gut, dann gehen wir jetzt in unsere Quartiere. Geht nicht! Lol. Gut, ich gehe mal in meine Quartiere und speichere ab und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play Final Fantasy beim Director Cid wieder, würde ich sagen, wenn ich ihn denn mal gefunden habe. Und bis dahin würde ich mich einfach mal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal Final Fantasy 8, 7, 6, 5 und 3. Ja, tu nicht das, was ich auch tun würde. Mein Name ist Blackwitch und bis demnächst dann, wie gesagt, bis dahin alles Gute und ciao, ciao.